Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, Poseidon muss verteidigt werden. Und diesmal bin ich nicht in einer ganzen Gegnergruppe gelandet. Okay. Das war jetzt nur ein Augenbot oder was? So, und jetzt habe ich auch den Gedankengang nämlich vorhin gefunden, den ich noch machen wollte. Ich habe ihn wiedergefunden. Ha! Sehr schön. Denn ich habe mir einen Mann-Armee gegen Klassenfreak mal ausgetauscht. Ah, hallo Monster von Grafton. Dich holen wir uns gleich ab. Hauptsache, bist du schon mal weg. Und heute spawnt ja aber wirklich gut, würde ich sagen, ne? Da ist gerade der nächste gespawnt. Auf ihn mit Gebrüll! So. Und jetzt? Von welcher Seite jetzt? Wo darf es sein? Das treibt Menschen dazu, gebrauchtes Klopapier wegzuwerfen. Ja, was treibt sie wohl dazu? So, wo sind die denn jetzt hier? Hallöchen. Aha, wieder hinten aus den Röhrchen. Den müssen wir da halt selbst nochmal mit reinrennen. Dauert sonst zu lange, bis sie hier rumrennen. Gerade die Protektoren sind immer so nervig. Die sind so, oh Mann, langsam. So, haben wir hier noch einen? Nee, scheint nur verbrannte zu sein. Da haben wir den nächsten. Und hier hinten steht noch einer. Und warum so viele Augenbots heute? Augenbot-Parade hier. So, Poseidon Energy wieder in unserer Hand. Das gefällt mir doch schon mal. Und ballistische Fasern sammeln sich auch wieder gut an. Kann ich demnächst auch ohne Konsequenzen wieder normal rumrennen. Gut, machen wir jetzt aber erstmal weiter mit den Questen. Gehen wir einmal zum Camp McClintock, um uns einmal Federn zu besorgen. Weil, wenn schon, denn schon da, dann gleich richtig. Ja. Und dann laufen wir zum Flughafen runter, holen uns dort. Wir müssen jetzt die Bodendaten, ja, genau, Bodendaten sein. Also, einmal zum Appell angetreten hier. Klemmbretter mitgenommen. Und ich höre schon wieder ein Heftchen. Oh. Aber heute haben wir ein bisschen mehr Zeit. Okay, ich finde es instant. Das ist ja langweilig. Hätte sich das oben liegende Heftchen sein können? Das ab und zu mal oben liegt. Ganz oben. Naja. Jetzt meint das Spiel wieder gut, weil es mir gestern die Wackelpuppe versaut hat. Auf Zeitdruck. Mann, das geht doch nicht. Können sie doch nicht mit mir tun hier. Nee, ich will das nicht, will das nur kurz kaputt machen. Wollte nicht an die Werkbank. Habe ich jetzt eigentlich wieder ausgewechselt? Ja. Habe ich gemacht. So, habe ich jetzt hier alles? Ja, halt. Das Wichtigste. Ne? So, jetzt rennen wir hier einmal wieder raus und dann gehen wir einmal Richtung. Ja, das ist die richtige Richtung. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken hier. Richtung Flugplatz runter. Und holen uns dort Gaudi mal. Der wirst du abgesammelt, Baumstumpf. So einfach sieht's aus. Also lässt er mich hier einfach nicht durchlaufen. Das ist dann. Nein, nimm mich mit. Ich bin wertvolles Holz. Bitte tu mir das doch nicht an. So, den Flughafen werde ich jetzt nicht überrennen hier. Will nur kurz die Bodendaten haben. Gut, jetzt haben wir das alles. Dann müssen wir jetzt einmal nochmal zurückspringen.
geben die ganzen Daten einmal ein. Das passt. Und dann schauen wir mal. Ja, schon deutlich besser mit Ein-Mann-Armee. Das Spiel mag lieber momentan Körperteilschaden als alles andere. Und schon funktioniert es auch wieder mit den Nachbarn. Wie gewohnt. Sei denn, der Fusionslaser ist leer, so wie jetzt. Na komm her, ja. Lecker. So, und ihr da hinten? Na komm, euch lassen wir mal. So, schnell die Gewichte mitgenommen. Wir sind ja heute nicht so in Eile. Einmal rein hier und einmal alles rausnehmen. Passt. So, die anderen will ich jetzt nicht bekämpfen. Deswegen, sind ganz leise und gehen gleich weiter. Oh, ich habe noch ein Bild von Mac. Stimmt, das war das von gestern. Na, muss ich gleich nochmal rauslöschen. Die Bilderchen, die will ich nicht haben. So, hier einmal Honig. Bitteschön. Lief doch ganz gut. So, Campenpark haben wir auch nochmal. Oh, was haben wir denn da unten? Na komm, eine Maulwurfsrattenhorde können wir uns jetzt mal gönnen. Ja. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber auch nichts Weltbewegendes. Ah. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn jetzt hier? Wo ist es da? Eine Mutti. Oh. Eigentlich wollte ich was anderes Legendäres haben, aber gut, dann nehmen wir auch mit. Wer hält hier länger den Zappel, Philipp, oder was? Ja, gut. Die Supermutanten haben hier einen von ihr gegeben, aber ich nicht die, den Hordenboss. Denn nur ein Vierfaches, naja, immerhin besser als nichts. Zum Schreddern reicht's. So, kurz alles mitnehmen. Guck mal, ich helf dir mal. Wenn du es nicht hinkriegst, ne, helfe ich dir. So, einmal happen und der rollt mir sogar entgegen. Das ist doch ganz supi. Ah, es passt doch. Gut. Och, Fliegenklatsche. Ja, jetzt komm, jetzt kriegen wir hier nur noch Events oder was. Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber ich wollte wenigstens die Questen fertig kriegen. Aber komm, Fliegenklatsche. Wer kann denn schon was gegen eine Fliegenklatsche sagen? Das ist halt so, man geht da einmal hin. Hier ist Larkin mit einem Prioritätsalarm für Legt euch. An, wir haben trifft nicht, rennt noch ein Stück hin. Uns draußen beim Airship entdeckt. Diese Dinger sind perfekt zum Verwerten. Allerdings müsst ihr schnell und hart zuschlagen, wenn ihr sie erledigen wollt. Und lasert das Ding einfach runter. Der Lärm oft ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Passt auf euch auf. Viel Glück. Und versucht am Leben zu bleiben. Und Bums. Und du auch? Hab doch für jeden nochmal ein bisschen was dabei. So, was willst du? Mit der Schrot auf meine Rüstung. Ja, ja. Ja komm, dann können wir auch gleich gucken, ob wir den Kampfroboter triggern können. Dann nehmen wir hier nochmal Grubis und Co. weg. Halt, Moment, ich muss nachladen. Der hört sogar auf mich. Mensch, ist aber nett. Warnung, Warnung, nicht auf
in der Nähe des Mautflair-Betriebshofs entdeckt. Unruhen werden nicht toleriert. Schutzprotokolle der Firma Hornwald Industrial Mining aktiviert. Sicherheitseinheiten vor Ort. Allen nicht autorisierten Personen wird geraten, den Bereich sofort zu verlassen. Andernfalls drohen schwerwiegende Konsequenzen. Dies ist Ihre einzige Warnung. So. Du kriegst gleich in den Hintern getreten. Warte mal einen Moment ab hier. So. Das war jetzt mal wieder easy peasy hier. Jetzt machen wir hier nochmal kurz einmal hier. Einmal hier. Schnell in die Mitte rannt und einmal hier. Abgeschlossen. Das waren jetzt zwei sehr leichte Events nebeneinander. Das hat gepasst. So, die hatte ich schon. Da unten. Ah. Und die Kanister. So mag ich meine Events. Immer schön, schnell und easy. Noch nicht mal viel tun dafür. Und meine Schrottkiste freut sich. Gut. Jetzt können wir aber weitermachen. Jetzt können wir auch in den Campenpark gehen. Genug Verzögerung. Attacke. So. Heute haben wir auch alle drei Dinger. Das heißt, das lohnt sich richtig, was aufbereitetes Wasser angeht. Oh, kein Glück gehabt, kein Fusionskern. Okay, heute liegt das Server wirklich ein bisschen nach. Modus anlocken. Vorgang sagen. Seien Sie gegrüßt, Kunde. Probieren Sie meinen Wettbewerber. ID Schrottwein Wolf aus. Gewinnen Sie als Preis, ja. Mr. Fuzzy Marken. Fehler. Persönlichkeit Zack nicht gefunden. Laden des Persönlichkeitsmoduls fehlgeschlagen. Standard Persönlichkeit. Das war mir halt ein mega Bedürfnis. ID Schrottwein Wolf ist in Betrieb. Bitte Aktion starten. Auf Ziel Schrottbehälter werfen um Preis. Mr. Fuzzy Marken zu erhalten. Das war mir mega Bedürfnis, das einmal kurz mit den Raketenwerfern zu machen. Dann schwingen Sie sich mal zu den Wagen. Na, dann gib her. Oh, heute nur Red Away, kein Wasser. Okidoki, gut, kann man verkaufen. Voll in Ordnung. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? Krabbels? Na, Maulwürfe. Oh, das gräbt. Das grabbelt nicht, das gräbt. Ja. Kommt. Euch ziehe ich jetzt einfach mit. Über die ganze Strecke einmal. Hauptsache, ihr könnt mich nochmal verwunden hier, ah? So. Weiter Gas geben. Halt. Ah, noch erwischt, oder? Den nicht. So. Machen wir es halt so. Nee, da ist keiner drin. Na komm. Ich muss ihn nachladen. Weil hier kommen ja gleich nochmal welche. So, dann nehmen wir euch gleich mit hier für Essen. Jetzt bei so viel Feuerkraft die kleinen Kakerlaken hier zu treffen. Das ist der Wahnsinn. 500 Schuss für eine kleine Kakerlake. So, machen wir jetzt hier nochmal schnell ein bisschen was kaputt.
Und du bist mir auch hinterher gelaufen, na dann? So. Dann spielen wir jetzt das Spiel mal wieder ganz fix durch. Ja, aber vorher können wir hier nochmal kurz reinhalten hier in jeden Einzelnen nochmal. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Platz und so. So. Und ihr zwei werdet doch nicht vergessen, Mensch. Ausmisten ist schwere Arbeit. Doch Mr. Ausmister macht Spaß. Erleben Sie es selbst. Juhu! Sie haben das Spiel gewonnen. Okay, wunderbar. Hauptsächlich kriege ich mein Juhu. Leckere Hot Dogs! Hot Dogs! Teilige Gutshof da, ne? Schön, Sie zu sehen, Schätzchen. Sie kennen das ja. Fangen Sie an, wenn Sie bereit sind. Bereit. Okay, Honey. Auf die Plätze. Fertig. Los! Njams. Und noch eine. Da waren noch Haare zwischen. Die war bestimmt von gestern. Bin total ausgetrocknet. Eigentlich müssten das ja Brotstangen sein. Mensch, Liebling! Das war ja ziemlich beeindruckend. Gut, haben wir jetzt auch alles. Campen Park ist aufgeräumt. Das heißt, wir können jetzt schon mal weiter. Was haben wir da? Gnadenloser Zensus. Den sehe ich heute aber auch häufiger. Nee, das ist Starter neu. Wir haben jetzt eigentlich noch den Voxdolmetscher. Und sonst hatten wir jetzt eigentlich noch... Na, Commander Daguerre haben wir noch. Und Barclay Springs mal wieder. Komm, wir probieren mal aus. Vielleicht möchte sie ja heute nochmal, dass wir... irgendwelche Sachen erledigen für sie. Aber mal gucken. Aber sonst haben wir jetzt wirklich nur noch drei kleinere Sachen. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was im Darknet abgeht. Außer, dass wir hier jetzt ein paar Verbrannte nochmal verbrennen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Halt. Ah. Fummel, fummel, fummel. Und dann nochmal. Gucken, ob du möchtest oder nicht. Ah, Leslie. Da bist du ja. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Du hast mir ganz schön Angst eingejagt. Wenn du mich ignorierst, werden es deine Eltern ganz bestimmt erfahren. Sofort, Leslie. Nicht trödeln. Leslie, sofort. Ja, sofort. Nee, heute möchte sie kein zweites Mal begattet werden. Ja, komm, jetzt, ich hab noch nicht so Bock auf den Voxdolmetscher. Zumal der würde das jetzt auch übertreiben. Das heißt, wir räumen jetzt hier einmal kurz auf. Was ist hier schon wieder Phase? Das wäre ein guter Kampf. Ja, zeige ich dir mal einen guten Kampf da. Mein Arm Robi hier anzugreifen. Was fällt dir ein? Ist ja der Wahnsinn. Und er backt sich hier natürlich auch noch ein. So, wo haben wir den letzten? Der ist irgendwo da hinten. Ziemlich weit weg. So. Na komm, ich will da wieder rein. Ist geschafft. Ich hoffe mal. So. Dünger, wunderbar. Auf dem Schoß des Weihnachtsmanns sitzen. Nee. Danke. Für ihr Verständnis. Ja. Verständnis habe ich schon, aber wo sind die Supermutanten? Ah, da kommt einer. Da kommen sie ja gleich hier richtig in Reih und Glied. Oh,
Warum sind das denn heute schon wieder so wenig? Irgendwas stimmt hier nicht. Nein! Doch, irgendwas stimmt hier nicht. Bin mir ziemlich sicher. So, und du da ganz unten, meinst da unten sitzt du sicher? Ja, dann hast du Pech gehabt. Gut, ich schneller als gedacht heute mal. Wo sind meine helfenden Elfen? Nein, wirklich. Wo? Ich sorge mich um sie. So, machen wir uns jetzt erstmal frei von allen Übel. Und schauen einfach mal. Oh, gut, wieder auf 300 runter. Passt. Gut, dann machen wir es jetzt nochmal kurz und schmerzlos. Das heißt, wir... Mac, jetzt tauchst du schon das zweite Mal auf. Bei 148 Bildern tauchst du zweimal in derselben Folge auf. Ha? Fühl dich penetrant. Fühl dich penetrant. Ist doch nicht wahr hier. So, da geh ab. Da bist du ja. Natürlich. Wenn du vorbeikommst, zaubert mir das immer ein Lächeln ins Gesicht. Wenn du von der Untersuchung der Signale zurückkehrst, Pirschers Gaussgewehr. Zaubert mir das immer ein Lächeln ins Gesicht. Nee. Der Ursprung nicht so richtig, aber naja, war ja wenigstens 3 Sterne. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.